So, machen wir einmal richtig Halleluja-Applaus, Digga, für unsere Gäste heute Abend. Hier sind die 257er! Hallo. Hallo. Er ist viel zu groß für diese Schultersache. Ich hau dem immer so vor den Brustkorb. Au! Es musste auch so rum sein, das andere wäre. Das ist so voll, er sitzt auf dem Stuhl wie auf dem Sofa, therapeutenmäßig. Ja, Mann. Geil. Also, ja, mein Problem ist folgendermaßen. Muss einfach immer dazwischen reden wie der Lanz, dann kriegst du auch eine Show, die abends läuft. Ich habe das noch nie geguckt, glaube ich. Ne? Nur bei Sachen, wo ich mich aufrege. Ja, siehst du? Achso, okay, stimmt. Darum okay. Läuft ich versteh nicht. Ich verstehe dein Dings. Ja, Mann, ich lass einfach niemanden ausreden. Ist geil. Was machen wir überhaupt hier? Was? Was machen wir hier? Was du hier machst? Was machen wir hier? Du bist alleine hergekommen. Ich habe dich nicht gezwungen. So. Ach so, wir waren gar nicht eingeladen, oder was? Ein bisschen schon so, aber... Ach so, weil wir sind ja vorne vorbeigelaufen an der Straße und gesagt, hey, Jungs, wollt ihr nicht vorbeikommen? Wir haben hier in den Kindergarten gekifft. Erzähl doch, wie es war, Alter. Mm. Der Bong in dem kleinen Häuschen. Waldorfschule. Es ist ein Waldorf-Kindergarten, ja, ja. Ja, das geht klar so. Die waren gerade am Kartoffeln ernten und dann haben wir uns da zugesellt. Da ein bisschen Namen getanzt so. Ja, nochmal. Namen tanzen ist out. Die machen jetzt so Hipster-Waldorf-Kindergarten. Die machen krassere Sachen auf jeden Fall. Namen breaken, Digga? Nee. Namen breaken. Ja, die tanzen keine Namen mehr. Die tanzen jetzt so Carhartt, Chicago Bulls. Digga, Palace.